Moin Jungs und Mädels und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es ist lange her, dass ich mich hier mal melde. Ich streame ja jeden Tag auf Twitch. Könnt ihr natürlich ganz gerne vorbeischauen. Es hat einen Grund, wieso ich nicht so richtig aktiv hier war. Erste Woche hatte ich eine Weisheitszahn-OP und da konnte ich ein bisschen schwierig reden und gescheite Videos rauszubringen. An der zweiten Wochenende war mein Controller im Eimer, weil ich während dem Livestream in Rocket League ein bisschen ausgetickt ist, kann man so sagen. Ja, und das dritte Wochenende war dann jetzt letztes Wochenende. Und da hatte ich ehrlich gesagt nicht die Motivation, irgendwie Videos rauszubringen, da mein Karrieremodus Safe nicht mehr funktioniert in der brasilianischen Liga. Und das ist natürlich nicht so geil. Also zum Beispiel hier eine Karriere, die ich währenddessen gestartet habe, in der portugiesischen Liga, die funktioniert. Nur leider funktioniert mein Alter-Safe nicht seit dem letzten Update. Und das ist scheiße natürlich. Und deswegen müssen wir wahrscheinlich uns jetzt hier überlegen, eine neue Karriere zu starten. Und das werden wir auch heute machen. Also, ich hoffe natürlich allen geht's gut. Wir verwenden die aktuellen Kader, machen eine Trainerkarriere. Dieses Mal gehen wir auch in die deutsche Liga. Ich werde gleich noch ein bisschen entscheiden, ob ich ein Team aus der Regionalliga oder aus der dritten Liga. Ich mache ganz kurz hier den Trainer und dann sehen wir uns gleich wieder. Fritz, der Boss, ist angezogen mit seinem freshen Sweater. Nicht schlecht, also geht's weiter. Ich habe mich auf jeden Fall für ein Regionalliga-Team entschieden. Ich werde auf jeden Fall mir ein Team nehmen, welches beide Trikots hat. So Leute, nach wirklich, wie lange habe ich jetzt, glaube ich, eine halbe Stunde Überlegung, habe ich mich entschieden, für SSV Frankfurt zu gehen, da ich ja aus Baden-Württemberg komme und Frankfurt hier quasi ums Eck ist. Also, entscheiden wir uns mal für FSV Frankfurt. Die sind ja aktuell so ungefähr Mittelfeldplatz in der Regionalliga Süd. Glaube ich, könnte ganz witzig sein. Nehmen wir hier natürlich die schwierigste Schwierigkeit. Ich werde natürlich alles so machen, wie auch in der alten Karriere besprochen. Also, jede Folge hat zwei gespielte Spiele, ein simuliertes. Dadurch möchte ich halt, dass die Saison schnell angekurbelt wird. Wenn ich sehe, dass ihr es besser findet, wenn ich mehr Spiele simuliere, da wir dann schneller zum Ende der Karriere oder Aufstieg und das alles kommen, schreibt es ganz gerne in die Kommentare. Name ist drin, Verein ist ausgewählt und wir gehen dann weiter. Ultimativ 6 Minuten, Euro, alles ist aktiv. Ihr könnt natürlich jetzt schon mal in die Tasten hauen, wen wir für unser Team verpflichten wollen. Der Fußball ist wieder da. Am Beginn jeder neuen Saison sind alle voller Hoffnung und Träume. Was bisher geschah, zählt nicht mehr. Wir konzentrieren uns nur auf die Zukunft. Und so sieht es nämlich aus. Nehmen hier ein Turnier, wo wir am meisten Preisgeld nehmen. Also 1,2 Millionen kann hier nicht schaden. Das ist unser Team. Ihr könnt natürlich ganz gerne hier schon mal ein Like da lassen. Schreibt in die Kommentare, was ihr sehen wollt. Ich glaube, das war es jetzt auch erstmal. Ein kurz und knackiges Video. Zeige euch natürlich hier, wie es hier noch aussieht. Das sind, glaube ich, Fehler. Die sollten nicht zu dem Team gehören. Die werde ich auch mal verkaufen. Oder ich kann sie auch abstoßen oder sowas, weiß ich nicht. Ich gucke einfach mal im Kader bei Transfermarkt weiter. Ein bisschen Geschichte zu diesem Verein. Natürlich, diese Geschichte werde ich jetzt von Wikipedia ablesen. Ich kenne mich mit dem Verein natürlich auch nicht bestens aus. Vielleicht könnt ihr ja in den Kommentaren mir ein paar Tipps oder ein paar Sachen erläutern, falls ihr gerade hier raufgekommen seid, da ihr Frankfurt-Fan seid. Also, der Verein wurde am 20. August 1899 gegründet. Deren Hauptfarben sind natürlich, wie ihr hier schon am Trikot seht, schwarz und blau. Das sind eigentlich auch so meine Lieblingsfarben. Ich liebe ja auch den Adler. Finde ich eigentlich auch ganz nice in dem Wappen. Das waren, glaube ich, so die Hauptkriterien, wieso ich diesen Verein gewählt habe. Der Verein kommt aus dem Stadtteil Bornheim und gehört zu den traditionsreichen Sportvereinen in Hessen. Ihre Spielstätte ist die
PSD Bankarena am Bornheimer Hang. Vor dem Zweiten Weltkrieg nahm der FSV an mehreren Endrunden um die deutsche Meisterschaft teil und erreichte ein Meisterschafts- sowie ein Pokalfinale in den Jahren 1925 und 1938. Seit der Saison 2017-18 spielt der Verein in der Regionalliga Südwest. Die 2006 aufgelöste Frauenabteilung war dreimal deutscher Meister und fünfmal DFB-Pokalsieger und machte den FSV damit zu einem der erfolgreichsten Vereine der Geschichte des deutschen Frauenfußballs. Das waren so ein paar Hot Topics für diesen Verein. Ihr dürft natürlich jeden Fehler, den ich gerade vorgetragen habe, in den Kommentaren erläutern. Ich kenne mich hier in diesen niedrigen Ligen nicht so stark aus, da ich ja Werder Bremen-Fan bin. Empfehlt mir ein paar Spieler, die dort kicken. So, jetzt mache ich ganz schnell einfach mal eine Aufstellung, die ich verwenden würde. Das hier wird meine Aufstellung sein. Ich habe auf jeden Fall schon gemerkt, dass es hier im Zentrum ein bisschen ein Mangel an Spielern ist. Wir haben irgendwie 5 oder 6 defensive Mittelfeldspieler. Hier mit Borku, Sejdoviks, Azagoa, Bordenski, also falls ich irgendwie die Spielernamen hier falsch ausspreche, tut es mir natürlich auch leid. Ich werde es jetzt erstmal so die Aufstellung hier so lassen. Der Top-Torschütze ist aktuell Güklü, keine Ahnung, wie man den nennt. Und deren Top-Vorlagengeber ist aktuell Staub, den lasse ich hier über links. Notnagel ist auf jeden Fall deren Kapitän mit 25 Jahren, ich glaube so ein Top-Mann hier im Team. Den hier fand ich ganz interessant mit Savané. Und hier Basoli spielt bei den Stamm in der IV, ist hier aber Sechser. Ich werde ihn mal ein bisschen in die Innenverteidigung trainieren mit 1,88, ist eigentlich auch ganz nice. Auf RV könnten wir auf jeden Fall jemanden gebrauchen. Vielleicht so einen Jüngeren, der vielleicht so um die 50 hat. Weiß ich nicht, wie es hier so in dem Team aussieht. Und fürs ZOM. Falls es hier in der Regionalliga noch jemanden sehr flinken für einen Flügel gibt, würde ich ihn auch probieren zu kaufen. Ich möchte hier auch irgendwie probieren, Hauser Stamm zu holen. Aber mit seiner Geschwindigkeit sieht es eher schlecht aus. Vielleicht kann man ihn auch auf ZOM umwandeln. Mal luschern. Ich werde jetzt mal ein paar Spieler zusammensammeln, die wir verkaufen und die wir kaufen können. Und dann melde ich mich bei euch. So, Training ist auch erledigt. Zweimal A, einmal B. Dann simuliere ich hier einfach mal bis zum ersten Testspiel. Mal schauen, ob ich ein paar Nachrichten bekomme. Notnagel. Was ein Name, ne? Dominik Notnagel. Ich freue mich auch auf die Zukunft. Natürlich hoffe ich, dass wir irgendwann mit diesem Verein Bundesliga spielen können. Ha, mal schauen, wer dann noch übrig ist von den ganzen Spielern. Ich habe natürlich hier ein bisschen die Liste ein bisschen angepasst. Klatsche jetzt kurz noch ein paar Spieler auf den Transfermarkt. Endres wird natürlich unser Stammtorwart. Mujezinovic auf der Bank. 24 Jahre, 54. 50, denke ich mal, ganz gut. Linke Verteidigung sind wir überragend aufgestellt. Innenverteidigung, wie schon gesagt, der wird verkauft. Dann haben wir 1, 2. Muhic sind 3, 4, 5. Ich werde hier noch irgendwie probieren, jemanden zu verkaufen. Wieso kann der Mann Innenverteidigung ZM und ZDM? Ich werde mal probieren, den zu verleihen und diesen hier zu verkaufen. Dann RV brauchen wir auf jeden Fall einen Mann. Mit einem Typen, der 32 ist, wird es auf jeden Fall nicht ausreichen. Dann auf der 6, der hier ist absolute Stammkraft, denke ich mal. Mit diesem hier auch. Bordenski ist auch ein ganz guter. Es sind 2 sehr gute im Zentrum. Diesen Mann werde ich Entwicklungsplan für die Innenverteidigung erstellen, dass er da noch ein bisschen sich verbessert. Der hier werde ich probieren zu verkaufen. Sefcovic werde ich auch einfach mal irgendwie auf dem ZM trainieren. Dann Staub bleibt auf dem Flügel. Den werde ich auch als Flügelflitzer einsetzen. Also Position linker Flügel, dass er da richtig schön über außen dann reinziehen kann. ZM sind wir mit diesem 17-Jährigen überragend aufgestellt. Den werde ich einfach mal probieren als Spielmacher zu integrieren. Darwish werden wir auf ZOM umtrainieren, da er jetzt nicht der allerschnellste ist. Ja, aber der Rest interessiert euch ja jetzt wahrscheinlich auch nicht, wie ich hier den ganzen Leuten das Training gebe und auf die Transferphase. Das seht ihr ja in den nächsten Wochen, falls ihr hier nicht wieder Pause mit den Videos ist. Ich hoffe natürlich, ihr habt jetzt noch einen schönen Tag. Hiermit verabschiede ich mich schon mal. Vergesst nicht, in die Kommentare zu schreiben, wen ich verpflichten soll, wer auf jeden Fall unbedingt in diesem Team bleiben muss. Schaut bei mir bei Twitch vorbei. Dort streame ich täglich mindestens eine Stunde. Und damit, ciao!